Kraxel raus. So der Wunsch der Zuschauer. Der Lautsprecher hier vorne, bitte einmal totlegen. Fiat Subagri, der erste Starter in der Superstadtklasse. In der Superstadtklasse, ja. Der Fiat Subagri ist unterwegs, ganz wild. Und da stehen sie auf der Bremse. Und der Klaus Blank versucht ihn auf Kurs zu halten. Den 8,1 Liter starken Motor. Drei Lader in zwei Stufen stecken unter der Haube. Treibstoff in dieser Klasse an den Start gehen. Und ganz vorne in Europa noch mitfahren. Ja, er muss erst einen neuen Lautsprecher holen. Er macht das. Er kümmert sich. Rowdy Hans Schneider. Freunde, ganz stark gefahren, einer der Traktoren, die immer noch zu den Top-Kandidaten. So, wir bekommen eine Siegerehrung. Dann die Mini-Puller-Klasse, dann die 4,5 Tonnen-Klasse. So schaut's aus. Nach einem technischen Problem aus vom Dieselross. Er macht seinen Namen alle Ehre. Öl kommt aus dem Auspuff, nimmt mal einen Hief. Ihr seid beim Traktorpulling. Einmal tief durchatmen. Das ist das Dieselross. Der sorgt hier für eine angenehme Geruchsatmosphäre. Und auch er scheinbar mit technischen Problemen unterwegs. Hans Schneider.